Ja, herzlich willkommen bei uns im neuen Museum. Damals, als man sich entschied, die Villa Herminghaus als musealen Ort zu nutzen, wurde recht schnell klar, dass die Villa an sich nicht für die Dauerausstellung genutzt werden kann. Daraufhin entschied man sich, in einen Neubau zu bauen, den wir nachher uns anschauen werden. Die Villa selber wird aber auch museal genutzt und für die Besucher zugänglich. Wie und was genau wo seine Funktion erhält und wie von ihnen nachher genutzt werden kann, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier befinden wir uns in der neuen Ausstellungshalle des Museums, und zwar im Foyer. Hinter mir befindet sich der Haupteingang, durch den hoffentlich viele Besucher in das Foyer treten. Direkt daneben befindet sich der Kassenbereich, wo die Besucherinnen und Besucher eine Eintrittskarte kaufen können. Allerdings handelt es sich nicht um eine normale Eintrittskarte in Papierform, sondern alle bekommen einen Schlüsselbund in die Hand gedrückt. Mit diesem Schlüsselbund sollen sich die Besucherinnen und Besucher die Dauerausstellung selber erschließen. Unser Museum besitzt über 17.000 Exponate. Dabei handelt es sich um die verschiedensten Objekte, von einem kleinen, nur wenige Millimeter großen Minischloss hin zu großen und tonnenschweren Tresoren. Von diesen 17.000 Exponaten können selbstverständlich nicht alle Objekte in der neuen Ausstellung gezeigt werden. Daher wird an dieser Stelle eine Vitrine zu sehen sein, in der besondere, exotische und kuriose Ausstellungsstücke präsentiert werden. Alle 3 Monate findet ein neues Objekt Platz in dieser Vitrine. Nun befinden wir uns in der Ausstellungshalle des neuen Museums. Die Besucherinnen und Besucher können sich hier die Exponate unserer Sammlung ansehen und folgen dabei einem Rundgang chronologisch durch die Geschichte. Dabei gehen die Besucherinnen und Besucher von Epoche zu Epoche. Dabei werden sie außerdem verschiedene Häuser vorfinden, und jedes dieser Häuschen, was hier in der Ausstellungshalle steht, steht im Grunde für eine bestimmte Epoche. Dabei folgen wir dem Leitmotiv sicher und unsicher. Das bedeutet, jeder von uns fühlt sich in seinem eigenen Zuhause üblicherweise am sichersten, während Gefahren eher außerhalb der eigenen 4 Wände lauern. Diesem Schema folgen wir, indem wir für jede Epoche im Innern eines Häuschens die jeweiligen Erfindungen präsentieren, also die sichersten Schlösser der damaligen Zeit. Und außerhalb des Häuschens werden die jeweiligen Gefahren und Unsicherheiten präsentiert, die wiederum die neuen Erfindungen bedingt haben. So gehen die Besucherinnen und Besucher chronologisch durch die Geschichte der Schlösser und Beschläge. Sie werden aber auch tatsächlich die Gegenwart vorfinden und auch einen kleinen Blick in die Zukunft dabei werfen. Wichtig ist bei alledem, dass wir uns selber als Museum als einen außerschulischen Lernort begreifen. Wir möchten die Geschichte der hiesigen Industrie verdeutlichen und die kulturelle Identität der Velberter Bürgerinnen und Bürger stärken, sowie den einmaligen Standort hier in Velbert überregional bekannt machen. Dies wird übrigens auch durch die neue Halle selber verdeutlicht. Denn zahlreiche Firmen, die Mitglieder der Förderungsgemeinschaft des Museums sind, haben konkret am Bau mitgewirkt. Von den Türdrückern über Transponder und die Schließanlage bis hin zu einer großen Schiebetür half die hiesige Industrie mit, das neue Museum zu verwirklichen. Nicht nur in der neuen Ausstellungshalle, sondern auch in der Villa Herminghaus wird es selbstverständlich Publikumsverkehr geben. Die Besucherinnen und Besucher können das gesamte Erdgeschoss der Villa betreten und finden dort die Sonderausstellungsräume, in denen alle paar Monate neue Ausstellungen zu den Themen Schloss, Beschlag und Velbert eröffnet werden. Direkt an die Sonderausstellungsräume grenzt der Wintergarten. Dieser Raum, lichtdurchflutet und sehr gemütlich, wird als museumspädagogischer Raum genutzt. Hier werden zum Beispiel Kindergeburtstage gefeiert. Außerdem können die Besucher einen Escape Room in der Villa besuchen.